Jedenfalls bin ich mit dem Versprechen ins Referendariat geholt worden, weil Englisch ein Mangelfach war, dass ich verbeamtet werde. Und die Landesregierung hat sich das dann zwischendurch anders überlegt und hat uns quasi über den Tisch gezogen und veräppelt. Und trotz aller Streiks sind wir nicht verbeamtet worden. Und jeden Tag spüre ich das, dass ich nicht so viel im Portemonnaie habe am Ende des Monats wie meine verbeamteten Kollegen. Bei mir ist jetzt so, ich bin befördert worden zum Schulleiter und ich kriege inzwischen jetzt weniger Geld als vorher als Konrektor. Und das kann nicht sein. Ich fühle mich also betrogen. Ich bin auch schon länger im Schuldienst als angestellte Lehrerin und bin immer noch, werde nach dem alten Tarifvertrag bezahlt. So, aber ich will mich natürlich solidarisch zeigen mit den Kollegen, die jetzt neu eingruppiert werden und natürlich erheblich weniger noch verdienen. Ich habe mal eine kleine Rechenaufgabe da aufgestellt. Wenn ich habe, nachdem die Verbeamtenlehrer auch noch ihre Krankenkasse bezahlt haben, haben die trotzdem netto im Monat ungefähr 500 Euro mehr. Das heißt, aufs Jahr berechnet sind das ungefähr 6.000. Wenn ich diese 6.000 mal die 40 Jahre dann noch nehme, die Pi mal Daumen arbeiten sollten, kommen wir auf eine Endkosten von 240.000, die die Verbeamtenlehrer mehr erhalten als die Angestelltenlehrer. Und das finde ich doch schon ziemlich heftig. Das Einzige, was hilft, ist wie überall, wenn es nicht vorwärts geht, dass die Beschäftigten streiken und den Arbeitgebern zeigen, dass sie hinter den Forderungen stehen. Die Arbeitgeber sind ja überwiegend der Meinung, die Lehrerinnen und Lehrer seien an ihren eigenen Interessen weniger beteiligt und würden alles mit sich machen lassen. Das ist einfach falsch. Das hat sich in den letzten Jahren ganz gravierend gewandelt und das müssen die Arbeitgeber erkennen. Und das erkennen sie nur, wenn die Kollegen auf der Straße stehen. Bundesländer mit 16 Schulministern, an der Spitze von 16 Bürokratien. Hauptfach Kuddelmuddel, erste Fremdsprache Kauderwelsch. Und mittendrin in dem ganzen Tohuwabohu die allerärmsten Socken in der pädagogischen Altkleidersammlung, die Lehrerinnen und Lehrer. Und vor ihnen in den baufälligen, viel zu kleinen Klassenzellen, ein Haufen kleiner, egomanischer Tyrannen, die zu Hause... die zu Hause eigentlich nur eins gelernt haben, nämlich permanent im Mittelpunkt aller Aufmerksamkeit zu stehen. Gleiche Arbeit, gleiches Geld. Also angestellte Lehrer sollten gleichgestellt werden mit verbeamteten Lehrern. Angestellten Lehrer, die dieselbe Arbeit leisten wie die Beamten, weniger Geld bekommen, das ist ungerecht. Das spielt sich auch später in der Rente wieder. Ich war 40 Jahre im öffentlichen Dienst Lehrer und finde das ganz toll, dass da endlich mal was passiert auf dem Gebiet. Ich bin selber GEW-Mitglied, bin aber nicht mehr im Schuldienst, bin in Alterszeit, war auch Beamtin, hatte also das Glück. Aber ich finde das vollkommen korrekt, dass diese Forderung hier von den Lehrerinnen durch Streik vertreten wird.
G-Stock, aber B-Stock. Unsere Regierungspräsidentin ist leider nicht da, weil sie im Stau steckt. Wir hoffen, dass sie noch kommt. Wir wissen es aber nicht. Wir bleiben noch ein bisschen hier und artikulieren unsere Forderungen laut genug. Also, es war umwerfend. Wir haben gerechnet mit 400 Kolleginnen und Kollegen, 400 Brötchen bestellt. Wir hätten mindestens das Doppelte, wenn nicht mehr, haben müssen. Wir haben in den Streiklisten 800 eingetragen. Das waren mit Sicherheit mehr auf dem Hans-Böckler-Platz. Und ich hoffe, dass wir den 6. dann genauso gut hinkriegen und dass genauso viele Kolleginnen und Kollegen nach Düsseldorf fahren werden.